Sehr geehrter lieber Herr Thiele, meine Damen und Herren von der Deutschen Bundesbank, Frau Abgeordnete, Herr Kollege Seiters, Frau Kollegin Matthäus-Meyer, Herr Bürgermeister, lieber Herr Hingst, also ich finde es ja nett, dass Sie gleich die ersten D-Mark damals nach Griechenland getragen haben. Also musste es gleich so weit sein, Sie hätten ja schließlich auch mal zunächst ins Allgäu fahren können, also um gleich mal. Aber wie auch immer, leider hat's nicht genützt, nicht wahr? Also, wobei ich den heutigen Tag als sehr angenehm empfinde. Ich habe natürlich in der Früh die Leipziger Volkszeitung gelesen. Auf der ersten Seite die fabelhaften Wachstumsdaten und guten Arbeitslosenziffern von Sachsen. Mal schön, dass Sachsen auf der ersten Seite und nicht Griechenland steht, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Thiele und den Damen und Herren der Bundesbank, für das Arrangement hier, dass Sie es hier gemacht haben, dass Sie den Akt begehen und dass Sie so schön eingeleitet haben. Ich habe mir gestern mit meiner Frau mal die Freiheit geleistet, ein paar Stunden durch Leipzig zu gehen. Wir waren in der Thomaskirche und da erinnere ich mich, was mein Landsmann, mein Allgäuer Landsmann Martin Walser in den 80er Jahren dazu gesagt hat. Gesagt, wenn ich am Grab von Bach stehe, bin ich nicht bereit zu sagen, das sei Ausland. Ich weigere mich, an der Liquidierung deutscher Geschichte teilzunehmen. Und ein zweites, danach waren wir in der Nikolaikirche, da denke ich an Pfarrer Führer, der vor einigen Jahren den Friedenspreis der Stadt Augsburg erhielt, gemeinsam mit Michail Gorbatschow. Und ich kann Ihnen sagen, bei aller Verehrung und Liebe zu Michail Gorbatschow, die Rede von Führer war phänomenal, begeisternd für die Menschen, tief, tief ergreifend. 1985 war ich zum ersten Mal in Leipzig. Dann bei der Messe 1988 im Flieger mit Franz Josef Strauß. Dazu gehört der Mut. Ich habe mich dann später auch noch beim Flug nach Moskau ihm anvertraut. Mein Glaube an den lieben Gott war so stark wie der Glaube an die flugtechnischen Künste von Franz Josef Strauß. Als wir danach wieder starteten, Gott sei Dank noch nicht Take-off, fiel ein Rauchschwaden in die Kabine, dass wir einander nicht mehr wahrnahmen. Ich dachte, das ist das Ende. Gott sei Dank konnten die noch stoppen auf dem Flugfeld und wir stiegen dann aus, relativ erleichtert, ein Stoßgebet zum Himmel und Strauß sagte, ich glaube, wir müssen nochmal durchstarten. Daraufhin habe ich gesagt, du kannst schon nochmal durchstarten, aber ich nicht. Und dann haben sich auch die anderen, die den Widerspruch mit Strauß nicht so stark wagten, hinter mich gestellt. Und die Maschine blieb stehen und wir mussten eine Linienmaschine nehmen und da kam dann das dritte Programm des Bayerischen Fernsehens. Die waren dort, haben sich auf Strauß gestürzt und gesagt, warum fliegen Sie nicht mit Ihrer Maschine? Weil Sie vergessen haben, aufzutanken, hat er gesagt. Damit war die Geschichte erledigt. Aber jetzt zum Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ende September 1989 wurde ich im oberfränkischen Banz nach einer Klausurtagung gefragt, wie ich die Zukunft Deutschlands sehe. Und ich habe darauf knapp geantwortet, die deutsche Frage steht auf der Tagesordnung der Weltpolitik. Am nächsten Tag fiel eine Flut von Kritik und polemischen Beschimpfungen über mich herein. Unrealistisch, blauäugig, gefährlich, ja, politische Umweltverschmutzung. Wenige Tage später, am 26. September, empfing mich Präsident George Bush in Washington zu einem Gespräch. Und er eröffnete die Unterredung mit einer Frage, wie ich eigentlich einem jungen Deutschen die Zukunft Deutschlands erklären würde. Und ich habe ihm geantwortet, dass wir an der Selbstbestimmung festhalten, dass wir am Willen zur Einheit festhalten und dass dies wohl im Zuge der europäischen Entwicklung eine Möglichkeit ergeben könne. In einer Ecke des Raumes saß seine stellvertretende Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice,
die dieses Gespräch protokolliert hat und dann später in ihrem Buch Sternstunden der Diplomatie veröffentlichte. Und sie war ein bisschen enttäuscht von mir, dass mein Mut und mein Glaube an die Wiedervereinigung nicht stärker damals sich ausdrückte. Und da muss ich sagen, von Washington aus hatten die manchmal fast einen entschiedeneren Blick auf die Frage als wir sozusagen in der Mitte des Geschehens. Und das drückt sich auch aus, als Vernon Walters, der damalige Botschafter der Vereinigten Staaten bei uns, mit etwa 78 Jahren zum Botschafter in Bonn gemacht wurde, dann wurde er gefragt, rechnen Sie mit der Wiedervereinigung? Ja, sagt er. Und wann? Auf jeden Fall in meinem Term, sagte er. Darauf war die Mehrheit der Meinung, das sei ein alter Esel, der nicht mehr so recht wisse, was los sei. Er hatte recht. Natürlich hatte sich eine Dynamik entwickelt und die nahmen wir auch wahr, durch die Friedensdemonstrationen, durch die Kundgebungen, das Zerschneiden des Eisernen Vorhangs, des Stacheldrahts zwischen Ungarn und Österreich, die Ausreise der Flüchtlinge aus Prag, wo nicht nur Hans-Dietrich Genscher, sondern auch Rudolf Seiters dabei war. Das alles hatte eine Dynamik geschaffen und dennoch, meine Damen und Herren, wir wussten nicht, wie ein eventueller Konflikt zwischen der Bevölkerung und bewaffneten Machthabern enden würde. Wie würde sich über 1 Million Sowjetrussen verhalten, die auf deutschem Boden lebten? Über die Zahl der Waffen brauche ich gar nichts zu sagen. Es war die waffenstrotzendste Region in Mitteleuropa. Die wirtschaftliche Entwicklung der DDR, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, ist in dem Werk von Dieter Grosser, Das Wagnis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, umfassend dargestellt. Im Frühjahr 1988 wandte sich Gerhard Schürer, einer der Chefökonomen der DDR, direkt an Erich Honecker mit Überlegungen zur weiteren Arbeit am Volkswirtschaftsplan. Schürers Vorschläge hätten eine spürbare Senkung des Lebensstandards der Bürger zur Folge gehabt. Die Nettoverschuldung werde, so seine Analyse, 1990 auf 47,4 Milliarden Volksmark ansteigen. Die Investitionen würden zurückgehen, die industrielle Warenproduktion liege unter den Leistungskennziffern, die Lohnpolitik sei nicht mit dem Wachstum der Arbeitsproduktivität verbunden und bei der Fortsetzung dieser Entwicklung werde die DDR 1991 zahlungsunfähig sein. Die Parteiführung hatte nicht mehr die Kraft, diese Kursänderung durchzuführen. Noch einmal belog Erich Honecker zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR am 6. Oktober 1989 die Menschen in der DDR. Wenige Tage danach wurde er abgesetzt. Und wiederum fertigte Gerhard Schürer und andere für den neuen Generalsekretär eine Analyse, die eine Senkung des Lebensstandards um 25-30% erfordere, wenn nicht massive Kapitalhilfe aus dem Westen komme. Die Wirtschaft der DDR konnte aus eigener Kraft nicht mehr stabilisiert werden. Die Politik in der Bundesrepublik Deutschland musste sich auf diese Situation und Entwicklung einstellen. Wir hatten immer wieder über all die Jahre und Jahrzehnte unsere Bereitschaft erklärt, für Reformen und Freiheitsrechte der Menschen in der DDR Hilfen und Unterstützung zu gewähren. Umstritten war, welche Maßnahmen den Menschen in der DDR am schnellsten und wirksamsten helfen würde. Der neue Generalsekretär Egon Krenz hat in einer Grundsatzrede einige Probleme angesprochen. Wir nehmen die Unzufriedenheit der Bürger mit zahlreichen Mängeln in der Versorgung, mit der ungenügenden Kontinuität der Produktion und ausufernder bürokratischer Gängelei sehr ernst. Die Lage erfordert eine grundsätzliche Änderung der Wirtschaftspolitik, verbunden mit einer umfassenden Wirtschaftsreform. Krenz wollte aber seine Reformen auf den gesellschaftlichen Bereich beschränken, aber im politischen Bereich das Machtmonopol der SED beibehalten und an der sozialistischen Wirtschaft festhalten. Doch die Freiheit ist unteilbar. Politische, gesellschaftliche und ökonomische Freiheit bedingen einander. Schon am 6. November 1989
haben wir im Finanzministerium folgende Überlegungen angestellt. Was muss stattfinden? Umstellung der Entlohnung auf das Leistungsprinzip. Dezentralisierung der betrieblichen Einheiten mit der Erwirtschaftung betrieblicher Gewinne. Ein System freier Preise, die sich zwangsläufig am Weltmarkt orientieren müssen. Und die Zulassung privater Handwerksbetriebe, Aufbau von Genossenschaften, Ausgabe von Betriebsaktien und Aufbau eines Aktienmarktes. Am 9. November, also an dem Tag, als die Mauer fiel, wurde mir schon ein Vermerk über die Reform des Währungssystems in der DDR vorgelegt. Dabei wurde auf das Missverhältnis zwischen Warendeckung und Geldumlauf, zurückgestauter Inflation und Geldüberhang hingewiesen. Am gleichen Tag entstand ein Papier, das Ansatzpunkte für wirtschaftliche und finanzielle Hilfen der DDR enthielt. Jede sinnvolle und auf Dauer tragfähige Hilfe für die DDR setze Veränderungen des DDR-Wirtschaftssystems voraus. Am 10. November 1989 beschäftigte sich das Bundesfinanzministerium mit der Frage politisch-institutioneller Strukturen im Währungsbereich und mit der Währungslage in der DDR. Wir gingen damals noch von einer Nettoverschuldung in konvertierbarer Währung von rund 10 Milliarden Dollar aus. Die direkten Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der DDR beliefen sich damals jährlich auf etwa 2,2 Milliarden D-Mark. Am 14. November wurde ein erstes Papier über die währungspolitische Neuordnung in der DDR erstellt. Als notwendig wurde erachtet, Schaffung sachgerechter Autonomie für die Unternehmen, Herstellung eines funktionierenden Wettbewerbs, Beseitigung des Außenhandelsmonopols, stufenweise Abbau der Devisenbewirtschaftung, Einführung eines realistischen Wechselkurses für Reisedevisen, Reform der Notenbank, Verselbstständigung der Geschäftsbanken und flankierende Schaffung ergänzender Formen der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit. Meine Damen und Herren, eine grundlegende währungspolitische Neuordnung in der DDR war unvermeidlich. Schon damals wurde vermutet und angenommen, dass also ein realistisches Austauschverhältnis zwischen 1:3 und 1:5 angenommen werden könne. Dann, darauf ist der Film eingegangen, hielt am 28. November 1989 Bundeskanzler Helmut Kohl seine Rede zum 10-Punkte-Programm im Deutschen Bundestag. Der Weg, so sagte er wörtlich, der Weg zur deutschen Einheit ist nicht vom grünen Tisch oder mit einem Terminkalender in der Hand zu planen. Aber wir können, wenn wir nur wollen, schon heute jene Etappen vorbereiten, die zu diesem Ziel hinführen. Und später sagt er, wie ein wiedervereinigtes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher. Und im letzten Punkt seiner Rede wiederholt er, mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen Zustand des Friedens in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann. Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. Das war eine entscheidende Weichenstellung hin zu dem, was am 3. Oktober dann stattfinden konnte. Wie war die Situation bei uns? Immerhin hatte der Bundesfinanzminister damals für den Gesamthaushalt einen Überschuss von 0,2% und einen ausgeglichenen Haushalt 1990 hätte ich sicher erreicht. Das ist wie, wenn ein Bundesfinanzminister im Gegensatz zu Moses das gelobte Land betreten kann. Viele haben es erhofft, nur wenigen war es vergönnt. Im Jahre 1990 hätte ich es betreten können, das gelobte Land, aber da kam die Wiedervereinigung. Und ich bitte um Verständnis, dass ich mich lieber für die Wiedervereinigung als für ein Surplus im Haushalt eingesetzt habe. Dagegen war eine Stabilisierung der DDR nicht mehr möglich. Sie hätte nur stabilisiert werden können, wenn sie von den Siegermächten oder von der Bundesrepublik auf sich selbst verwiesen worden wäre.
Der Exodus der DDR-Bürger hielt an. Es bildeten sich neue Gruppierungen und Parteien. Die Kirchen luden zu einem Rundtischgespräch ein. Und auch das Reformkonzept der Regierung Modrow beinhaltete zwar noch ein Programm für eine selbstständige DDR, lehnte sich aber später doch schon an das an, was auch von Helmut Kohl im 10-Punkte-Programm dargestellt wurde. Schon am 14. Januar erklärte die neu gegründete Sozialdemokratische Partei Deutschlands, ihr Ziel sei ein geeintes Deutschland. Am 1. März beschloss dann der Ministerrat der DDR die Gründung einer Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums. Demonstrationen forderten die Einheit Deutschlands, die soziale Marktwirtschaft und freie und geheime Wahlen. Und am 20. November eröffnete Bundeskanzleramtsminister Rudolf Seiters eine Serie von Gesprächen zwischen beiden Regierungen. Dabei ging es um einen deutsch-deutschen Reisedevisenfonds, Verbesserungen für die Infrastruktur und eine Verbesserung des Personen- und Telefonverkehrs zwischen den beiden deutschen Staaten. Erstmals ließ Moskau erkennen, dass die deutsche Frage auch auf der Tagesordnung der Politik des Kremls stehe. Bundeskanzler Helmut Kohl und auch ich machten Hilfen für die DDR davon abhängig, dass eine Transformation ihres politischen und ökonomischen Systems stattfinde und Demokratie und Marktwirtschaft eingeführt werden. Schon am 12. November forderten die Bundestagsabgeordneten der SPD, Frau Ingrid Matthäus-Meyer, gemeinsam mit Wolfgang Roth, ein nationales Unterstützungsprogramm, das abhängig sei von marktgerechter Preisbildung, Dezentralisierung, Privatinitiative, leistungsorientierter Entlohnung und Konvertierbarkeit der Währung. Damals forderte noch Ministerpräsident Modrow von der Bundesrepublik einen Lastenausgleich von 15 Milliarden D-Mark. Seit Mitte Dezember 1989 hatten wir uns im Bundesministerium der Finanzen auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet. Auf Vorschlag meines damaligen Staatssekretärs Horst Köhler hatte ich Ministerialrat Thilo Sarrazin mit der Erarbeitung grundsätzlicher Überlegungen beauftragt. Horst Köhler und Ministerialdirektor Gerd Haller, auch später Staatssekretär, hatten sehr früh das Für und Wider einer baldigen Einführung der D-Mark in der DDR geprüft. Ende Januar lag ein präzises Konzept vor. Mitte Januar 1990, kann ich mich erinnern, hatte ich ein Vier-Augen-Gespräch mit Horst Köhler und deutete damals in etwas undiplomatischer Form an, Herr Köhler, es wird die Situation kommen, wo es heißt, wie in einer Filmserie der Vereinigten Staaten, Cobra, übernehmen Sie. Denn ich konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, wie sollten auch später demokratisch gewählte Politiker in Deutschland einen solchen Transformationsprozess mit solchen Einschränkungen, mit so schwierigen Entscheidungen für die Bevölkerung durchsetzen und dafür noch die Unterstützung der Bevölkerung bekommen. Am 30. Januar verließen wir die nicht so einladenden Räume des Finanzministeriums, war ja schließlich eine Kaserne früher, in der Grau-Rheindorfer Straße und begaben uns in die einladendere Atmosphäre der Bayerischen Landesvertretung in Bonn und haben dabei eine Klausurtagung über diese Fragen vorgenommen. Ich hatte dazu ein weiteres Thema auf die Tagesordnung gesetzt, nämlich die verfassungsrechtlichen Fragen einer deutschen Wiedervereinigung. Das war zwar nicht unser unmittelbares Thema, aber ich meinte, es gehöre dazu. Und es war ein Glücksfall, dass wir damals in Abteilungsleiter Schmidt-Bleibtreu einen Mann gefunden haben oder hatten, der nicht nur Kommentator des Grundgesetzes war, sondern der geradezu aufblühte mit dieser neuen Aufgabe und sie wirklich glänzend bewältigte. Er vertrat die Meinung, dass ein Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zur Schaffung eines gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsgebiets ein erster Schritt zur Herstellung der staatlichen Einheit nach Artikel 23 Grundgesetz sein könne. Und nach dieser Klausurtagung entwarf Schmidt-Bleibtreu eine erste Skizze für einen solchen Staatsvertrag. Wir richteten im Bundesfinanzministerium eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe
innerdeutsche Beziehungen ein und betrauten Thilo Sarrazin mit der Leitung. Mir wurde damals gesagt, der sei Sozialdemokrat. Da habe ich gesagt, das stört mich überhaupt nicht. Hauptsache, er ist gut. Und ich habe ihm gesagt, ich verlange von Ihnen keine Solidarität zum CSU-Vorsitzenden, aber jede Solidarität zum Bundesfinanzminister. Und die hat er bewiesen. Liebe Frau Matthäus-Meyer, wenn Sie mich kritisch im innerdeutschen Ausschuss oder im Ausschuss für innerdeutsche Fragen fragten und mir eine Antwort nicht einfiel, dann hat er mir die von hinten zugeflüstert, obwohl das ein Argument gegen seine eigene Parteifreundin gewesen ist. Also ich kann mich über das, was er damals geleistet hat, wirklich nicht beklagen. Meine Damen und Herren, mit dieser Vorbereitung gingen wir am 6. Februar 1990 ging ich in ein Koalitionsgespräch mit Helmut Kohl und Otto Graf Lambsdorff. Und wir haben uns diese Fragen noch mal hin und her überlegt und kamen damals zu dem Entschluss, wir sollten es tun, und zwar so schnell wie möglich, und sollten das auch gleich verkünden. Ein Problem entstand bei der Gelegenheit. Zum gleichen Tag war der Präsident der Bundesbank, Karl Otto Pöhl, in Ostberlin. Er war am Abend zuvor bei mir gewesen, wir hatten uns unterhalten, und das Gleiche, was ich Horst Köhler gesagt habe, habe ich auch ihm gesagt. Ich glaube, Herr Präsident, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir handeln müssen, wo es gar nicht mehr anders geht. Mir tut es heute noch leid, dass ich ihn vorher nicht informieren konnte. Dafür entschuldige ich mich auch heute noch. Aber trotzdem, zur politischen Entscheidung, zu der stehe ich auch heute noch. Und ich kann nur sagen, dass uns danach sowohl Karl Otto Pöhl wie Professor Schlesinger und dann insbesondere Professor Tittmeier dann als Beauftragter des Bundeskanzlers, er wurde freigestellt von der Deutschen Bundesbank, entscheidend mit unterstützt und entscheidend mit geholfen haben. Lieber Herr Professor Tittmeier, ich finde es schön, dass Sie heute da sind und möchte Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre großartige Leistung damals danken. Und dann ging es natürlich um die Frage, welcher Umtauschkurs. Also natürlich gab es verschiedene Überlegungen. Das DIW übrigens hatte anhand aktualisierter Warenkörbe eine Kaufkraftrelation von einer Ostmark zu 1,07 D-Mark festgestellt. Und auch das Verhältnis der Geldbestände führte zur Erkenntnis, dass eine Umstellung von 1:1 denkbar sei. Aber wir wussten alle natürlich von der Kaufkraftparität her, dass es wohl auf 1:4 oder 1:5 hinauslaufen würde. Was wir nicht wussten ist, dass die durchschnittliche Produktivität pro Erwerbstätigen der DDR mit 40% viel zu hoch angenommen wurde. Nun, da aber auch die durchschnittlichen Nominallöhne etwa 40% des westdeutschen Niveaus betrugen, war eine Umstellung der laufenden Zahlungen auch mit 1:1 denkbar. Später mussten wir feststellen, dass die durchschnittliche Arbeitsproduktivität weit unter 40% lag. Wir haben damals mal überlegt, wie sieht ein Umtauschverhältnis aus? Bei 1:1 wären es nach einem Umtausch 1.250 D-Mark im Osten gewesen. Bei einem Umtauschverhältnis von 1:2 wären es 625 D-Mark gewesen. Und in Westdeutschland hätte ein in ähnlicher Arbeit befindlicher Arbeitnehmer mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache verdient. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass dies schlichtweg nicht möglich gewesen wäre. Ganz abgesehen davon, dass die Vertreter der DDR, und der Günter Krause kann das bestätigen, und andere, dem auch nicht zugestimmt hätten. Insofern haben wir uns dann zu diesem Umstellungskurs entschlossen, durchaus im Wissen, dass das die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der DDR problematisch gestaltet hat und auch den Staatshaushalt nachträglich belastet hat. In den Unterlagen, die ich erlaubterweise aus dem Finanzministerium für meine späteren Erinnerungen mitgenommen habe,
fand ich eine handschriftliche Bemerkung von Horst Köhler, dass sich eine 1:1 Umstellung in der ökonomischen Wirkung nicht wesentlich von der 2:1 Umstellung unterscheide, bei der die Löhne zuerst um bestimmte kompensatorische Zuschläge für den Ausgleich von Preissteigerungen und Sozialversicherungsbeiträgen erhöht wurden. Mit Schreiben vom 30. März, lieber Herr Thiele, bekam ich dann den Brief des Präsidenten Karl Otto Pöhl, der dem Bundeskanzler und uns vorschlug, in Punkt 1 eine Umstellung von 2:1, die vor allem im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der DDR notwendig sei. Ein Umstellungssatz von 2:1, so heißt es in dem Brief, bedeutet für Löhne und Renten nur auf den ersten Blick eine auch nach unserer Auffassung unzumutbare Halbierung gegenüber den jetzigen nominalen Werten. Die Renten sollen ja ohnehin nach einer neuen Formel berechnet werden. Und bei den Löhnen ist es Sache der Betriebe und Gebietskörperschaften der DDR, mit den Arbeitnehmern und ihren Vertretern neue Lohnverträge auszuhandeln. Eine Umstellung, ein Umstellungssatz von 2:1 ermöglicht dafür die notwendige Differenzierung. Auch im Vorschlag der Deutschen Bundesbank war die Möglichkeit vorgesehen, gewisse DDR-Beträge mit 1:1 gegen D-Mark umtauschen zu können. Des Weiteren findet sich auch noch der Hinweis auf die Nutzung des sogenannten volkseigenen Vermögens für die private Vermögensbildung. Hier sollten großzügige Angebote vorgesehen werden, um den Sparern den Verlust beim 2:1 Umtauschsatz zu erleichtern. Ich habe mir dann auch noch mal die Mühe gemacht, im Protokoll der 794. Sitzung des Zentralbankrats der Deutschen Bundesbank vom 15. März 1990 nachzulesen. Da findet sich auf Seite 11 auch der Hinweis, dass in einzelnen Beiträgen die Umstellung aller Aktiv- und Passivposten sowie der Strom- und Bestandsgrößen im Verhältnis von 1:1 vertretbar gehalten werden. Und der spätere Bundesbank-Vizepräsident Johann Wilhelm Gatte, um den ich auch ganz herzlich begrüße und mich freue, dass er da ist, hat mir dann auch später mal mitgeteilt, dass ein Umtauschkurs von 2:1 wohl in der Situation nicht möglich gewesen wäre. Aber er schreibt mir auch den richtigen und kritischen Satz, dass die der 1:1 Umstellung folgenden Tarifvereinbarungen auf die Produktivität der Betriebe keine Rücksicht nahmen, wurde das eigentliche Umstellungsproblem. Und damit hat er recht. Auch ein in seinem Ordnungsdenken so überzeugter Mann wie Professor Hans Tittmeier musste erkennen, dass eine Durchsetzung der vom Zentralbankrat aus seiner Sicht überzeugenden ökonomischen Gründe für eine Umstellung bei Löhnen und laufenden Zahlungen im Verhältnis von 2:1 in der Durchsetzung keine Chance hatte. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich auch am Anfang, als die Bundesbank das vorgeschlagen hatte, das auch öffentlich für richtig und für die beste Lösung gehalten hätte. Aber ich glaube, wir mussten uns dann anders entscheiden und es war damals auch richtig. Ich habe schon gesagt, wie das Gesamtumtauschverhältnis sich dann ergeben hat mit 1:1,81. Aber ganz entscheidend, und das kam auch vorher im Film zum Ausdruck, war eine eindeutige Zuständigkeitsregelung für die Bundesbankpolitik. Das war für die DDR ein schwerwiegender Souveränitätsverzicht, aber nur mit einer solchen Regelung war die Stabilität der D-Mark und das Vertrauen in die Währungsumstellung zu gewährleisten. Als am 18. Mai 1990 im Palais Schaumburg im Beisein von Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Lothar de Maizière die Unterzeichnung des Staatsvertrags stattfand und Finanzminister Romberg und ich die Urkunden unterschrieben, übergab ich dem Kollegen Romberg eine Ausfertigung mit den Worten: Gott segne unser Vaterland. Und er, als überzeugter Lutheraner, antwortete: Ja, Gott segne es. Diese Abschlussworte werde ich nie vergessen, wenn ich an die bewegenden Wochen und Monate erinnere, die dieser Zeremonie vorausgegangen waren. Als dann am 1. Juli 1990 der Umtausch und die Ausgabe der D-Mark-Währung in Ostberlin und der DDR stattfand, hatte die Bundesbank alle logistischen und organisatorischen Fragen glänzend gelöst. Die Geldtransporte waren ohne Zwischenfälle
an die Ausgabenstellen gelangt. Am Tag der Währungsunion setzte die Bundesbank etwa 250 Mitarbeiter aus der Bundesrepublik in der DDR ein. 900 Mitarbeiter der Staatsbank der DDR wurden mit zunächst befristeten Anstellungsverträgen eingestellt. Fast 25 Millionen Konten wurden umgestellt. Und auf den Spar- und Spar-Girokonten der Bürger befanden sich rund 180 Milliarden Mark. Und nach der Währungsumstellung verfügten die Bürger der DDR über rund 120 Milliarden D-Mark. Manchmal wurde mir da auch etwas schwindelig bei all den Dingen, ich gebe es ehrlich zu. Einer, der mich damals auch immer wieder ermutigte aus der Bundesbank, war Professor Klaus Köhler, der immer wieder sagte, aber eigentlich machen Sie sich keine Sorgen, das ist eine gute Sache und wir werden es schon schaffen. So ein ganz einfaches Wort tut einem manchmal in einer solchen Situation gut. Nie vergessen werde ich die Pressekonferenz am 1. Juli. Und ich finde es schön, Herr Thiele, dass Sie dieses Bild auf die erste Seite Ihres gut gelungenen Broschüre gesetzt haben. Am 1. Juli in Ostberlin gemeinsam mit dem Kollegen Romberg. Sie fand unter der Leitung einer schüchternen, jungen, zurückhaltenden Dame statt. Sie war stellvertretende Pressesprecherin von Ministerpräsident Lothar de Maizière und ihr Name war Angela Merkel. Das mit dem Schüchtern hat sich zwischenzeitlich entscheidend verändert. Sie ist heute, Gott sei Dank, die weltweit anerkannte Bundeskanzlerin Deutschlands. Und wenn man sich dann auch noch überlegt, dass unser Bundespräsident Joachim Gauck aus der Bürgerbewegung stammt, dann ist das eine interessante Entwicklung in ganz Deutschland. Ich wurde damals gefragt, ich solle doch der englisch sprechenden Presse etwas sagen, damit die das auch in Amerika und in England entsprechend ausstrahlen können. Mir fiel dazu nur ein einziger Satz ein, everything is under control. Und das war auch. Und das konnte ich auch angesichts der vorzüglichen strategischen und logistischen Arbeit der Bundesbank getrost sagen. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum Finanzbedarf. Nun folgten erst die grundlegenden Herausforderungen. Über 40.000 Betriebe und Kombinate mussten im Laufe der Jahre privatisiert werden. Gezielte Investitionshilfen für den Wiederaufbau der Infrastruktur waren notwendig. Bahn und Post haben gewaltig investiert. Umfangreiche steuerliche Förderung, Investitionszulage, Sonderabschreibungen. Und dann galt es, an den Struktur- und Regionalhilfen der EU teilhaftig zu werden. Und dann noch mit das Schwierigste, am Ende die Einbeziehung der neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich. Damals, obwohl ich ein leidenschaftlicher Föderalist bin, ist meine Liebe zu den alten Bundesländern bisweilen etwas erkaltet. Denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Hauptlast der Wiedervereinigung am Anfang zum Teil 80% und dann mindestens mehr als 60% hat der Bund getragen. Ein Problem war der Mangel an realistischen Finanzdaten. Darum freue ich mich, lieber Herr Staatssekretär Walter Siegert, dass Sie dabei waren und uns dann in schwierigen Zeiten gemeinsam mit Günter Krause doch immer das lieferten, was dann notwendig war, um realistische Finanzpläne und Haushaltspläne erstellen zu können. Sie wissen vielleicht noch, dass man am Anfang von Milliardengewinnen ausging, die also verwendet werden könnte. Und viele meinten, der Theo Weigel wäre einen Windfall-Profit von ungeheurem Ausmaß letztlich verzeichnen können. Selbst ein so großartiger Mann wie Detlef Carsten Rohwedder, an den ich in dieser Stunde auch denken möchte, der Großartiges geleistet hat und der ein Märtyrer der deutschen Einheit ist. Der ging noch 19... Er ging noch 1991 von einem Nettobetrag positiv in dreistelliger Milliardenhöhe aus. Kurz danach, schon 4 Wochen später etwa, als er über die neueren Zahlen verfügte, kam er dazu,
festzustellen, es werde wohl zu einem Fehlbetrag von etwa 300 Milliarden D-Mark kommen. Nun wird ja immer wieder behauptet, mein Gott, die haben überhaupt nicht gewusst, was es kostet und so weiter. Lassen Sie mich, ich habe auf die Frage, was kostet die deutsche Einheit, immer gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was mich damals geärgert hat, meine Damen und Herren, das sage ich, ich habe neulich die Pressemappe von der damaligen Zeit mir in die Hand genommen. Die täglichen Überschriften, was kostet die Einheit? Wann kommen endlich Steuererhöhungen? Wie viel müssen wir bezahlen? Das hat einem schon manchmal die Freude an der Arbeit etwas genommen. Gott sei Dank hat Ernst Jünger, den ich gern lese, damals in einem Interview auf die Frage, was sagen Sie zu den Kosten der deutschen Einheit, gesagt, wenn dein Bruder vor der Tür steht, lässt du ihn rein und fragst nicht, was es kostet. Das hat dann doch manchmal die Menschen zum Nachdenken gebracht. Aber nur ein ganz kurz noch, was so die Wirtschaftsinstitute zu dem Thema damals sagten. Der von mir sehr geschätzte Wirtschaftsexperte Professor Horst Siebert ging von einem öffentlichen Finanzbedarf von etwa 300 bis 400 Milliarden insgesamt für die nächsten 10 Jahre aus. Das anerkannte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hielt für die Sanierung der Infrastruktur jährlich 50 Milliarden D-Mark für erforderlich, während die Sanierung der Betriebe durch privates Kapital finanziert werden solle. Noch optimistischer war das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, das den gesamten Nachholbedarf der neuen Länder bei privaten und öffentlichen Investitionen auf maximal 500 bis 750 Milliarden D-Mark bezifferte. Ich mache niemand von denen, die damals so prognostiziert haben, auch nur den kleinsten Vorwurf. Ich will damit nur deutlich machen, wie schwer es war, so etwas zu prognostizieren. Sie kennen das Ergebnis. Wenn ich die Schlussbilanz der Treuhandanstalt und dann die Altschulden der Wohnungsbauunternehmen addiere, belief sich das auf 370 Milliarden D-Mark. Dann kamen in der Zeit noch die Schulden der Bahn dazu, die der Finanzminister übernehmen musste. Und das hat den Schuldenstand um rund 570 Milliarden D-Mark erhöht. Es war jährlich ein Transfervolumen von 4 bis 4,5% des BIP erforderlich. Die Nettotransfers beliefen sich bis zur Jahrtausendwende, also 2000, auf über 1000 Milliarden D-Mark, wovon der Bund rund 600 Milliarden D-Mark zu tragen hatte. Übrigens haben wir in der Zeit noch zur Stabilisierung der politischen und finanziellen Situation in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und den europäischen Reformstaaten 160 Milliarden D-Mark damals garantiert. Das war mehr, trotz der ungeheuren Herausforderung durch die deutsche Einheit, mehr als jeder andere Staat in der Welt zum Aufbau Mittel- und Osteuropas und zur Stabilisierung der Nachfolgestaaten der Sowjetunion beigetragen hat. Dass ich unter den Umständen irgendwann mal auf einer lauschigen Alpe im Allgäu auf eine Frage, wie lange tun Sie sich das noch an, sagte, also wenn man das 10 oder 11 Jahre gemacht hat, dann reicht es auch. Im Kontext hat es jeder begriffen. Dann hat 14 Tage später ein Redakteur nur diesen Satz am Freitagabend auf den Markt geworfen. Ich war im Urlaub mit meiner Frau. Ich habe mich 14 Tage nicht mehr retten können. Unglaublich, jetzt wirft er hin und so weiter und so fort. Erst als ich wahrheitswidrig behauptet habe, es gäbe nichts Schöneres, als nochmals 4 oder 8 Jahre Bundesfinanzminister zu sein, hörte der Sturm der Entrüstung über meine unglaublichen Ausführungen auf. Nur der Prediger von St. Michael in München, ein Jesuit, sagte, jetzt sagt ein Politiker endlich mal die Wahrheit, nicht wahr? Und dann ist wieder der Teufel los. Also diesmal nicht Mephisto in Auerbachs Keller, sondern natürlich in Gestalt eines Pressesturms. Meine Damen und Herren, wir haben das finanziert über die Bundeshaushalte. Wir mussten einen Solidaritätszuschlag einführen, höhere Mineralöl- und Vermögensteuer. Und das Übrige wurde über eine Ausweitung der Neuverschuldung gemacht. Ich bekenne mich zu dem Finanzierungsmix, den wir damals in Angriff genommen haben. Nur über Ausgabenkürzung,
dann hätten wir auf einen Schlag 120 bis 150 Milliarden D-Mark einsparen müssen. War nicht möglich. Nur über Kredite wäre unzumutbar gegenüber der künftigen Generation gewesen. Und nur über Steuer- und Abgabenerhöhung, das hätte die Konjunktur nicht verkraftet. Deswegen ein Finanzierungsmix, der uns nicht in jedem Jahr optimal gelungen ist. Aber ich finde es interessant, dass Professor Ulrich Heilemann vom RWI sagt, so 1995 habe sich das Lehrbuch Vorstellungen angenähert. Betriebsgesamtwirtschaftliche Verwerfungen sind ausgeblieben. Das jahresdurchschnittliche Wachstum lag in Deutschland in diesem Jahrzehnt bei 2,4%, im EU-Raum 2,1, OECD bei 2,4. Die Inflationsrate lag in Deutschland bei 2,5%, damit beherrschbar. Zuwachs der Beschäftigung auch in Deutschland eine Idee höher als im EU-Raum und Anstieg der privaten Investitionen ebenfalls eine Idee besser als in den Ländern um uns herum. Es ist uns damals gelungen, die Ausgaben entscheidend zu bremsen. Wir haben zum ersten Mal das Wagnersche Gesetz der steigenden Haushaltsausgaben durchbrochen und hatten mit 12% den niedrigsten Anteil der Bundesausgaben am BIP. Und es war weiß Gott nicht einfach, in 1997, dem Evaluierungsjahr für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, eine Defizitquote von 2,7% und dann im Jahr 98 von 1,7% zu erreichen. Und in der Zeit, Professor Jürgen Stark wird das bestätigen, hat die Bundesbank festgestellt, dass wir das konjunkturbereinigte Defizit damals von 91 bis 99 von 4% auf 0,5% gesenkt haben. Weiß Gott nicht einfach in dieser Zeit. Nun zu zwei bemerkenswerten Gutachten. Professor Klaus Schröder von der Freien Universität Berlin und Joachim Ragnitz, Simon Scharfe und Beate Schirwitz für das IFO-Institut in Dresden. Die haben schon 20 Jahre nach dem Fall der Mauer eine beachtliche Annäherung der beiden Teile Deutschlands festgestellt. Im Jahre 2007 lag das BIP der Einwohner im Osten bei etwa 2/3 des westdeutschen Niveaus, die Produktivität in etwa bei 3/4. Schon Mitte der 90er Jahre lebten etwa 75% der Deutschen in Ost und West fast unter gleich materiellen Bedingungen. Man muss sich vorstellen, dass das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner in Ostdeutschland damals 15.000, das in Westdeutschland über 19.000 betrug. Aber der Ausgangspunkt in Ostdeutschland lag 91 bei 6.903 und in Westdeutschland bei 16.000. Also ein beachtlicher Zuwachs. Nur, meine Damen und Herren, bei all den ökonomischen Dingen kommt mir etwas zu kurz. Das Wichtigste, das Allerwichtigste war der Gewinn der Freiheit. Und der Gewinn der menschlichen Würde, das überlagert alles andere und ist viel Geld wert. Die Gesamtkosten der deutschen Einheit in den letzten 25 Jahren werden von Forschungsinstituten und Wissenschaftlern auf 1.500 bis 2.100 Milliarden Euro beziffert. Davon flossen 60-65% in den Sozialbereich. Professor Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden stellt fest, insgesamt ist der Osten gut mit den Finanzmitteln des Westens umgegangen. Und Professor Karl-Heinz Paquet von der Universität Magdeburg hält den Aufbau Ost für einen Erfolg. Das Glas im Osten sei 3/4 voll. Für sehr bemerkenswert halte ich, was die KfW in einer großen Studie im September 2014 über die Entwicklung in Ostdeutschland konstatiert. Keines der anderen osteuropäischen Transformationsländer habe derart beeindruckende Fortschritte erzielen können. Heute gehört Ostdeutschland zum Mittelfeld Europas. Und das Gutachten fordert zu einem interessanten Vergleich heraus. Man dürfe nicht nur verfolgen, was 90 bis 97 oder 98
im Vergleich zwischen West und Ost passiert ist, sondern man müsse das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit in Westdeutschland von 1950 bis 1956, das war etwa das Niveau, das hier die DDR-Wirtschaft hatte, dann mit der Entwicklung in Ostdeutschland von 91 bis 97 vergleichen. Und in beiden Vergleichsräumen wurde ein Anstieg des BIP pro Kopf von 60% erzielt. Natürlich wissen wir, dass die Arbeitsproduktivität wegen der Struktur und der unterschiedlichen Branchenstruktur noch geringer ist als in Westdeutschland. Es gibt im Osten weniger große Unternehmen und die geringere Produktivität ist auch Ausdruck der niedrigeren Investitionstätigkeit. Aber man muss auch feststellen, seit 1991 investierten Unternehmen, Kommunen und private Bauherren rund 1.600 Milliarden Euro in Ostdeutschland. Das ostdeutsche Bruttoanlagenvermögen hat sich von 1991 bis 2011 mehr als verdreifacht. Das Nettoanlagevermögen liegt bei 90% des Westdeutschen. Und die Arbeitslosigkeit, die 2005 mit 1,6 Millionen 18% betragen hatte, ging auf 870.000 und die Arbeitslosenquote auf 10,3% zurück. Und wenn Sie heute die erste Seite der Leipziger Zeitung lesen, dann stellen Sie fest, die beste Arbeitslosensituation seit Beginn der deutschen Einheit. Natürlich muss man auch berücksichtigen, von 1990 bis 2012 sind knapp 1,8 Millionen Menschen von Ost nach West gezogen. Aber zwischenzeitlich gibt es auch die Situation im letzten Jahr, dass wieder mehr Menschen von West nach Ost gezogen sind. Der Anteil der Auslandsumsätze stieg von 12% in 1995 auf 34% in 2013. Was die Bildungssituation anbelangt, liegen Ost- und Westdeutsche Hochschulen hinsichtlich der Ausbildungsqualität gleich auf. Und in manchen ostdeutschen Ländern ist die Situation an den Schulen schon zum Teil besser oder nicht schlechter als in Bayern und Baden-Württemberg. Eine